Es ist der 10.07.2020 und es geht wieder los. Nicht nur mit Feierabend TV in Russian Fishing auf Twitch und auch auf YouTube, sondern es gibt auch ein neues Gewässer. Heute kam ein neues Gewässer raus, die untere Tunguska. Ja, gucken wir mal, was da so abgeht in der Tunguska. In Sibirien. Ihr Lieben, in Sibirien sind wir jetzt. Jetzt wird's richtig kalt. Ich habe mir schon mal den dicken Pulli geholt, auch wenn es hier ja noch ganz gut warm ist. Aber es geht los. Wir wollen neue Fische. Wir wollen ein neues Gewässer in RF4. Es hat sich viel getan in den letzten Monaten in dem Game. Ich war jetzt seit einer Woche war ich relativ aktiv wieder in dem Game, habe mir das alles mal wieder ein bisschen weiter angeguckt und es hat sich echt viel getan und die letzten Tage, die letzten Streamtage, montags, mittwochs und jetzt Freitag wieder, die haben schon Spaß gemacht. Man kommt wieder gut rein und jetzt hier mit der neuen Map. Oh mein Gott, ich habe gar nicht so schnell damit gerechnet. Und es sieht richtig wild aus hier. Hat schon fast ein bisschen was von Alaska, zumindest in diese Richtung. In dieser Richtung dann weniger. Es wird wild. Und zu dieser neuen Map gibt es dann natürlich auch noch einige weitere Patchnotes. Und mitunter das Spannendste finde ich, dass wenn man jetzt Trophäen fängt, dass man entscheiden kann, lasse ich die Trophäe wieder frei oder behalte ich sie für mich. Wenn ich sie freilasse, kann man ihr wohl einen Namen geben oder sie bekommt den Namen von dem, der sie als erstes gefangen hat. Auf jeden Fall wird der Account des Fangenden damit verbunden und die Trophäe hat die Möglichkeit oder der Fisch hat die Möglichkeit, noch größer zu werden, noch weiter zu wachsen. Ich glaube, das ist mal eine richtig geile Idee, ein richtig geiler Ansatz. Und ja, jetzt ist man natürlich, also ich bin mega heiß da drauf, noch mehr Trophäen zu fangen. Absolut geile Idee, absolut geile Idee. Ich gucke gerade nochmal eben rein. So können manche Fische einen legendären Status erlangen. Das ist geil, richtig geil. Gehen wir gleich nochmal die ganzen Neuigkeiten durch oder die wichtigsten Sachen. Aber zunächst schauen wir uns nochmal eben hier das kleine Dorf an. Sehr cool gemacht, sehr idyllisch. Ich hatte mir das Video auch dazu angeguckt mit der Musik. Ey, abgefahren. Hat auf jeden Fall richtig Stimmung gemacht. Hier unten der Bootsanleger, rennen wir mal eben hin. Sehr, sehr gut, ey. Sehr gut, ey. Hat richtig Flair, hat richtig. Hier schon direkt die Anzeige, Bootsanleger. Macht. Und hier ist auch direkt der Fischmarkt, tipptopp. Ich hätte schon da oben danach gesucht. Perfekt, Bootskategorie. Bootshaus ist vielleicht hier. Jawohl, die Bootsstation. Für kleines, für das genau, fürs kleine Boot, fürs große Boot. Ja, ungefähr wie die Reisekosten hierher, ne? 50 Silber. Welche Fische hier drin sind? Es ist ein, gucken wir mal. Ach so, ich kann noch gar nicht auf die Map. Ich bin jetzt ja auch gerade ganz, ganz frisch drin, das erste Mal. Guck mal, hier geht's auch rein. Schönen guten Tag. Guck mal, ein Angelgeschäft direkt hier vorne. Gucken wir aber gleich erst rein, gut zu wissen. Angelgeschäft, da hat sich auch ein bisschen was getan, auch mit neuen Ködern. Sehr, sehr gut. Hier wird ordentlich gewerkelt. Was stand da? Tunguska Shop. Oh, es gibt einen speziellen Shop. Einen speziellen Wodka. Sieht geil aus. Stylischer Stoff. Oh mein Gott, okay, jetzt,
Ich dachte, es gibt's im. Ich dachte, es gibt's im Angelshop. Alles klar. Ratten. Ratten. Mit Rattenangeln. Hammer, Alter. Neue, dicke, fette Wobbler. Sehr, sehr krass. Okay, das ist der Shop, der spezifische Shop. Diese Köder soll's auch nur hier geben. Das Gewässer ist ab Level 30. Und ab Level 30 kann man dann hier hin und sich diese besonderen Köder gönnen. Gucken wir nochmal hier so ein bisschen rum. Es hat alles richtig Flair. Ich finde, das ist sehr, sehr schick gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Ja, sehr atmosphärisch. Ich brauche dringend mal die Map. Wo ist die Verwaltung? Hier ist die Werkstatt. Klassisch. Ich hoffe, ich habe da nichts übersehen. Ja, ganz normale Werkstatt. Werkzeuggeschäft. Hat sich, glaube ich, auch nichts getan. Nö, wüsste ich jetzt auch nicht. Geldautomat, okay. Kasse. Die Verwaltung. Administrazinia. So ungefähr. So, erstmal die Karte kaufen, Jawolski. Und jetzt gucken wir erstmal auf die Map. Oh krass. Oh krass, oh krass, oh krass, oh krass. Oh krass. Erstmal hier hinten hinrennen, glaube ich, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist die Richtung. Okay, los. Oh mein Gott. Und direkt gegenüber dieser kleine Seitennamen, dieser Bach. Man hat ja im Video schon so einen Bach gesehen mit so Stromschnellen. Gibt's hier Fahrräder? Uff. Oh. Ja, sag mal, was geht denn? Was geht denn, ey? Da wurde sich ja Mühe gegeben hier mit dem Map-Design. Ich bin überrascht. Auch hier hinten so ein bisschen nebelig, bisschen diesig so nach hinten hin. Auf die Entfernung, da sieht man es auch wieder, alles so ein bisschen nebelig nach hinten. Sehr geil. Oder hier könnte man mal schöne Runde baden gehen, ne? Wäre es jetzt nicht gerade 11 Grad kalt? Oh Mann, oh geil, ey. Oh mein Gott, ich will reinwerfen. Oh mein Gott, ich will loslegen, ey. Richtig geil. Sehr, sehr, sehr cool. Leider hier nicht irgendwie die Möglichkeit, mit dem Boot noch rauszufahren. Das wäre natürlich übelst gut gewesen. Hier nochmal so ein kleiner Bootsanleger oder so. Ich glaube, das Geilste wäre einfach die Möglichkeit, sich ein Boot zu kaufen, so ein Gummiboot, und es aufzupusten. Okay, hier ist einfach... Na, da renne ich jetzt nicht weiter rum. Hier rüber. Irgendwie hier rüber. Ich glaube, hier gucken wir mal, ob man hier einfach hoch kann. Versuchen wir mal querfeldein. Ne. Ne. Man muss durch die Klamm. So, und dann gucken wir mal. Jetzt haben wir hier das... Genau, da war die Klamm. Da ist das Dorf und hier rüber müsste es dann zum Campingplatz gehen. Und dann schauen wir mal, wie es da so aussieht. Und ich sehe auch hier schon das fließende Gewässer. Richtig fließendes Gewässer. Ach, was ist denn Ditte?
Was ist denn Ditte? Das ist ja mal geil. Auch hier so, das Gras hängt hier so ein bisschen mit drin. Krasser Scheiß. Schick gemacht. Gute Lichteffekte mit drin. Auch gut. Wo sind wir hier? Da vorne geht's noch weiter. Guck mal, hier ist diese... Oh, ich sehe schon, wie wir kommen, ey. Oh. Es sieht natürlich alles und ich glaube, es ist auch schon bekannt. Es ist ein komplettes Spinning-Gewässer. Wobei komplett. Die Frage ist, was hier geht hier hinten. Die Fische müssen wir uns auch gleich noch angucken. Oh, sehr gut hier, die Steine. Sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Oh mein Gott. Oh, wie krass. Und hier dann auf der anderen Seite. Man ist ja hier auf der Schlaufe sozusagen, auf der Innenseite. Oh, es macht schon Bock, es macht schon Bock. Und es ist richtig schön groß. Es ist groß. Es ist ein Spinning-Gewässer, wo du dich nicht entscheiden kannst. Sowas ist das. Richtig gut, ey. Belaya sexy, aber es ist halt irgendwie, keine Ahnung, so ein Strandkorb groß, ne? Das ist ja gar nichts. Aber hier, insane, abgefahren. Ja, sehr, sehr gut, ey. Erstmal hier ein bisschen Feier. Sehr, sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, eigentlich bräuchten wir ein Boot. Ich will hier vorne irgendwie hin. Ich muss auf die andere Seite. Ich hoffe, das geht. Also, ab zur Base. Und dann fahren wir jetzt gleich mit dem Boot. So, und da sind wir angekommen hier am kleinen Hafen. Wir schnappen uns mal eben hier einen Ticket. Und ab in das schnelle Boot. Und ich würde sagen... Jawohl. Und ich würde sagen, währenddessen während wir da hochdüsen, gucken wir nochmal kurz in die ganzen News, in die Informationen. Bin ich da richtig unterwegs? Ja, hier vorne jetzt gleich links herum. Das ist auch breit hier, ne? Es ist richtig breit, ey. Krass. Guck mal, wie lang man hier rüber fährt. Da flackert es gerade so ein bisschen. Richtig weit. Wie sieht es da drüben aus? Anlegefreundlich. Sieht so aus, ja. Ja. Abgefahren. Abgefahren. Da hinten diese Steilküste. Und da sieht man schon die Bojen, die Begrenzung. Genau. Abgefahren. So, jetzt hier in diesen Seitenarm, in den Zufluss. Und dann hier gleich mal an dem kleinen Bach mal gucken. Also, schauen wir mal eben durch. Was gibt's Neues? Dem Spiel wurde ein neuer See hinzugefügt. Ab Level 30 die untere Tunguska. Im Spiel wurden 26 neue Fischarten implementiert. 26 Rekorde. Sehen wir denn hier schon was? Arland ist drin. Amurwels. Oh mein Gott, ich sehe da unten schon geile Sachen. Arktische Esche. Arktische Maräne. Die Barfo. Wurde schon in 4,5 Kilo gefangen. Eine Bachschmerle. Halt, nicht so doll. Baikalmaräne. Buckellachs. Uff. Den haben wir auch.
Dryagin-Saibling. Sieht auch geil aus, ey. Auch hier so Giebel und Co. und Frösche, Hechte. 21 Kilo Hecht. Hechte, kommen wir auch gleich nochmal hier in den News zu. Das Trophäengewicht für Hechte wurde erhöht. Auf wie viel? Keine Ahnung. Aber der ist bestimmt Trophy mit 21 Kilo. Kleine Bodenrenke. Kleine sibirische Marine. Schön hier auf Vekirik. Aber Kilo immerhin. Ein Lennock. Sachen gibt's. Muxun. Nelma. Ostbrassen auch hier. Guck mal da. Ostsibirische Esche. Oh mein Gott. Hier so auch wieder die ganzen Maränen-Dinger, ey. Prosodium. Sachen gibt's, ey. Freakige Fische. Abgefahren. Sandfältchen. Guck mal da, ey. Schleien auch hier. Seeelritzen. Ich werd weich, ey. Seesaibling. Oh, eine olle Grobbe. Die ollen Groppen hier, ey. Gründling, sibirischer Hasel, sibirischer Sterlet, schönes Ding, 13 Kilo. Sibirischer Stör wurde schon gefangen. Alter, ihr seid so wild, ey. Heute gefangen, heute raus, heute gefangen, 84 Kilo. Oh, Bach-Neunauge wurde auch schon gefangen. Mehrfach. Scheint zu beißen, das Ding. Timen, Maschallah, 70 Kilo. Timen, uff. Alles klar, Leute. Alles klar, völlig berechtigt ab Level 30. Völlig berechtigt. Auch wenn es hier viele kleine Fische gibt. Das ist mit Sicherheit hart hier. Das ist mit Sicherheit hart. Fuck. Oh mein Gott, es gibt so viel zu tun. Wo waren wir stehen geblieben? In den, im Inventar und in Geschäften. Da gucken wir ja gleich nochmal rein in den Shop. Wurde die Suchleiste hinzugefügt. Richtig gut. Zwei neue Hakengrößen. 5 Nuller und... Ach, guck mal hier, ey. 5 Nuller. Und 6 Nuller. Oh, sogar hier mit Untiefen. Alter. Sag bloß, ich kann die nicht reinfahren. Sag bloß, ich kann die nicht reinfahren. Nee! Ist doch ein Scherz. Ist doch nicht euer Ernst. Ist doch nicht euer Ernst. Nee, nee. Man kann hier nicht reinfahren. Hier ist Ende. Uff. Ja, warum auch immer, aber irgendwer hatte da eine grandiose Idee, da Ende zu machen. Okay, damit können wir zumindest sagen, dass der Hauptstrom befahrbar ist. Und damit würde ich sagen, gucken wir in die Shops. So, zurück am Anleger. Gucken wir nochmal eben, bevor wir jetzt zum Shop gehen oder bevor wir da angekommen sind, gucken wir nochmal schnell rein. Also Hakengröße hatten wir ja schon zuletzt. 5er und 6 Nuller Haken kommen dazu. Anderes Sortiment an Drillingshaken. Sehr lobenswert, sehr schön. Wahrscheinlich noch, oder ich hoffe, andere Puschel. Sehen wir ja gleich. Die Nagetierköder, die haben wir auch gerade schon gesehen. Konventional Multirollen sind eingefügt. Dafür muss man die auch skillen. Und damit man das skillen kann, wurde auch der Talentbaum
für Spinfishing zurückgesetzt. Und bei manchen kann man sogar die Übersetzung, bei der Übersetzung hin und her switchen zwischen zwei Übersetzungsarten. Es gibt noch eine Limited Edition von verschiedenen Rollen, die man kaufen kann. Nummerierte Limited Edition verschiedenster Rollen. Einige Stationärrollen wurden, haben neue Versionen erhalten. Das ist auch nicht schlecht. Gucken wir auch mal gleich rein. Preisanpassungen wurden vorgenommen. Das hört sich immer interessant an. Um den Realismus zu erhöhen, wurde die physikalische Abmessung vieler Baitcast-Rollen angepasst. Okay. Ich habe hier noch gar nicht geangelt, Alter. Jetzt renne ich hier die ganze Zeit schon rum, habe nicht einmal geangelt. Gucken wir gerade noch mal hier rein. Abmessung Baitcast. Okay, bei diesen Starter-Sets wurden die Rollen ausgetauscht. Das sehen wir ja auch gleich. Wo war jetzt der Shop? Verwaltung. Pferdestall. Ach, der war, glaube ich, da in diesem Innenhof, ne? Hier ist dieser Shop. Hier drinne. Preisanpassung. Für die meisten Rollen wurden Preisanpassungen vorgenommen. Das hatten wir, genau. Screenshot-Modus, um Hard-Elemente auszublenden. Bernstein, See eröffnet. Ein Markenladen der Firma Zeiman. Okay. Oh, es wird dunkel. Hoffentlich sind die noch da. So. Haben wir noch was? Wettbewerbsbedingungen wurde eingefügt, Mindestgewicht. Auch witzig, nach dem Mindestgewicht irgendwie zu angeln. Trophäengewicht für Hechte wurde erhöht, genau. Fischmärkten wurden die Kosten von Foxy-Renken und Walam-Buckelmarien erhöht. Sehr nett. Visualisierung von Fischbissen wurde verbessert. Die Qualität der Gegenstände, von Spielern hergestellten Gegenstände, handwerksmäßig und so, wird nun durch mögliche Vergiftungen, zum Beispiel Alkohol, negativ beeinflusst. Nette Idee. Das Wettersystem, oh mein Gott, sehr, sehr gut. Das Wettersystem wurde überarbeitet und es sind weniger Regentage. Okay, der ist mal komplett verregnet. Aber das ist auch der einzige. Hier waren mal zwei. Drei, gar nicht. Drei, ein Tag. Zwei, eins, zwei. Okay, ja, sieht man vielleicht sogar. Weniger Regentage ist nett, ist schön, wirklich schön. Das ist ja das mit den seltenen Trophäen, dass man den Namen geben kann. Netzwerk, bla bla bla. Neue Version, Grafik Engine. Genau, das hat man am Wasser gesehen. Wirklich fließendes Gewässer tatsächlich. Und das war's im Großen und Ganzen. Und jetzt gucken wir hier natürlich nochmal rein. Suchfunktion im Shop. Danke! Im Shop, Maschallah. Eine Suchfunktion und im Inventar eine Suchfunktion bei 1 Million Items. Ein Traum. Made. Es gibt hier die Made. Erd wird schon gemacht. Okay. Boilies werden angezeigt. Was brauchen wir noch? Vorfach nicht. Fluoro. Auch nicht. Okay, es ist wahrscheinlich nur die Suche nach dem Titel sozusagen. Das heißt, wenn man jetzt so einen Rage-Haken irgendwie hat. Ah, okay. Dann kommt die Berserk Hook Rage Series. Okay. Kann ich denn nach 4-0er-Haken suchen? Ist mit drin. Aber vielleicht nur, weil es hier steht. Was ist denn, wenn ich einen 10er-Haken suche? 10?
Man ist so dermaßen Google verwöhnt, oder? Aber es ist geil. Es ist gut. Okay, da kommt alles, was 1-0 ist und so weiter. Es ist richtig gut. Endlich, sehr, sehr geil. Endlich. Sich durch seitenweise Inventar irgendwie durchzuforsten, ist einfach immer eine Qual. Es ist einfach eine Qual. Ah, geil. Wir haben nicht einen Fisch gefangen. Und jetzt haben wir schon Nacht. Und ich dachte mir, komm, machst du mal so ein bisschen so eine Rundschau und danach gehst du auf jeden Fall noch mal angeln, weil man will ja was fangen hier an dem neuen Gewässer. Krass. Bisschen schade, dass man da nicht hoch kann. Bisschen schade, also mit dem Boot. Deswegen renne ich da jetzt mal eben hin und schmeiß zumindest mal hier in diese Strömung. Was schmeißen wir rein? Ich weiß es nicht. Die UL mit... Alter, wie es hier aussieht. Das sieht cool aus. Das sieht aber wild aus, ey. Hier hinter das... Hier so hin. So. Machen wir mal ein bisschen Licht. Okay. Okay, die Rute ist zusammengebaut. Ich habe jetzt einfach random irgendwas genommen. Hier den Simon Spiker dran gemacht. Genau. 9 Kilo Vorfach. Gucken wir einfach mal, was da geht. Ich werfe jetzt mal so in die Richtung aus. 27 gegen die Strömung. Relativ schnell. Ich habe kein Schimmer, ob hier überhaupt was geht und was hier geht. Und wenn ja, was es dann wird. Das ist ja das Allergeilste an den neuen Gewässern. Ausprobieren. Und ich glaube, da haben wir jetzt alle in den nächsten Wochen viel zu tun. Und bestimmt auch jede Menge Spaß daran, hier neue Fische zu suchen oder zu suchen, wo sie die neuen Fische sich aufhalten, auf welche Köder die beißen. Das heißt also auch heute Abend noch im Stream oder dann halt wie gesagt montags, mittwochs und freitags, jedes Mal ab 21 Uhr geht es ja auf Twitch live, suchen wir hier neue Fische. Spinning ist genau mein Ding. Perfekt. Von dem ganzen Karpfengedöns war ich ja überhaupt nicht angetan. Aber jetzt hier mit dem Spinning. Haben sie mich hart getriggert, ey. Leck mich fett. So. Jetzt habe ich auch keine Zeit mehr. Jetzt muss ich hier weitermachen. Und irgendwie Fische suchen. Hau da rein. Dankeschön fürs Zuschauen. Kanal abonnieren. Bei Twitch vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.